Bist du ein Schönwetterbergsteiger? Wenn ja, warum nicht auch mal bei schlechtem Wetter rausgehen? Vielleicht weil die richtige Ausrüstung fehlt? Dann bleib jetzt dran, weil hier lernst du, wie du die richtige Hardshelljacke findest. Hallo, hier ist Sebastian von der Alpen Academy, deinem Bergsportratgeber, Touren- und Tipps-Kanal. Du hast es vielleicht schon mal erlebt, du bist perfekt ausgeschlafen, die Tour ist geplant und dann stehst du morgens auf und siehst, es regnet. Aber was jetzt? Lassen wir die Tour wirklich ins Wasser fallen oder ziehen wir es trotzdem durch? Mit der richtigen Hardshelljacke stehen die Chancen gut, dass es trotzdem ein cooles Erlebnis wird. Aber was sind diese Hardshelljacken eigentlich? Der große Unterschied zu Daune, Softshell, Fleece und Co. ist eigentlich, dass sie drei Bedingungen immer erfüllen. Erstens, sie sind winddicht, zweitens, sie sind wasserdicht und drittens, sie sind atmungsaktiv. Das heißt, wann bringt dir eine Hardshelljacke was? Eine Hardshelljacke ist immer dann genial, wenn ein richtig schlimmer Sturm geht, es regnet oder es schneit. Hingegen, wenn es trocken ist und einfach nur eiskalt, dann ist die Hardshelljacke wahrscheinlich nicht die perfekte Lösung. Es gibt zwei Konstruktionsarten, wie eine Hardshelljacke funktionieren kann. Entweder mit einer speziellen Membran oder mit einer Beschichtung. Beschichtungen sind im Bergsport zumindest nicht mehr so interessant. Sie sind eher für billige Jacken, die man vielleicht irgendwo beim Discounter kaufen kann. Interessant, aber heute schauen wir uns eher die hochqualitativen Produkte für den Bergsport an. Deswegen geht es heute nur um die Membran. Ja, und bei diesen Membrankonstruktionen, da kann man jetzt unterscheiden zwischen 2, 2,5 und 3 Lagen. Fangen wir mal mit 2 Lagen an, weil das haben wir schnell abgearbeitet. Zweilagige Regenjacken oder Hardshelljacken für den Bergsport sind heutzutage eher unüblich. Sie sind zwar relativ günstig, aber das Problem ist, dass man sie meistens relativ bald wieder neu kaufen muss, weil die Membran dadurch beschädigt wird, dass immer wieder Reibung auf der Membran direkt ankommt oder einfach Beschädigungen durch den Druck am Rucksack zum Beispiel entstehen. Und diese kleinen Risse führen dann letztlich dazu, dass das Wasser nicht mehr vernünftig abgehalten werden kann und die Feuchtigkeit im Inneren der Jacke einfach nicht mehr vernünftig abgeführt wird. Somit verliert die Hardshelljacke dann alle ihre Funktionen. Deshalb lass uns gleich weitergehen zur 2,5-lagigen Konstruktion, denn mit dieser bist du schon relativ gut am Berg unterwegs. Vorteile der 2,5-lagen Konstruktion ist, dass sie schon deutlich besser die Membran schützt als die 2-lagen Konstruktion und außerdem ist sie etwas leichter als die 3-lagige Konstruktion. Nachteil ist, die Funktionsweise einer 2,5-lagen Jacke funktioniert eigentlich wie eine 2-lagige, nur mit dem Unterschied, dass eine Art Schutzschicht unter der Membran verbaut wird, wie zum Beispiel eine Carbonschicht. Gore-Tex Packlight wäre zum Beispiel so ein klassischer Fall von einer 2,5-lagen Konstruktion. Die 2,5-lagen haben damit den Nachteil, dass sie nicht ganz so abriebfest sind wie die 3-lagige Konstruktion, was eben nach einer Zeit auch wieder zu Schäden an der Jacke bzw. an der Membran führen kann. Die 3-lagen Konstruktion ist so der Spezialist unter allen Jacken. Denn sie funktioniert im Prinzip wie die Konstruktionsweise einer 2,5-lagigen Jacke, nur mit dem Unterschied, dass nicht einfach eine Schutzschicht, eine provisorische Schutzschicht übergearbeitet wird, sondern es werden 3 Lagen miteinander laminiert. Dazu erstmal die Oberfläche, also die Außenschicht, die Membran und damit dann dazu gleich ein Futter. Ein durchgängiges Futter, nicht wie ein Netz oder sowas, wie bei den 2,5-lagen, sondern ein in sich geschlossenes System. Haptisch fühlt es sich eigentlich an wie eine Lage. Ein bisschen dicker vielleicht als die klassischen Windjacken, aber irgendwie nicht so ganz wie eine 3-Lagen-Jacke. Das muss man dann einfach meistens in der Beschreibung nachlesen, ob das jetzt wirklich 3 Lagen sind oder was genau man da in der Hand hat. Aber in der Regel fühlt sich der Innenteil weich an und ziemlich gemütlich. Der große Vorteil der 3-Lagen-Konstruktion ist ganz klar die Tatsache, dass so lang hält sich keine Jacke. Das ist natürlich schön, denn wir zahlen zwar jetzt ein bisschen mehr, aber dafür haben wir länger etwas davon. Leider muss man auch sagen, dass sie ein wenig schwerer ist als die 2,5-Lagen-Konstruktion, aber es handelt sich hier eher um 10-20 Gramm in der Regel, wenn man von selben Features und selben Fähigkeiten ausgeht. Kleiner Punkt noch zum Thema Wassersäule. Die Wassersäule sollte immer darauf abgestimmt sein, was ihr vorhabt. Wenn es eine einfache Freizeitjacke für die Spaziergänge durch die Stadt ist, dann reichen 5000 mm Wassersäule, um den gröbsten Regen von euch zu halten. Wenn ihr aber sagt, ihr setzt das Ganze im Bergsport ein, wo ihr auch mal 2-3 Stunden lang wirklich mit hartem Regen rechnen müsst oder vielleicht sogar Schneefall, dann würde ich unter 10.000 mm auf keinen Fall schauen. Am besten wäre sogar 15.000 mm. Aber natürlich ist es auch eine Frage des Geldes.
Und jetzt kommen wir zum zweiten Faktor, der Jacken eventuell so richtig teuer machen kann. Nämlich den ganzen verschiedenen Features, die so eine Hardshell-Jacke mit sich bringen kann. Und da fangen wir an bei den Taschen. Taschen gibt es bei Hardshell-Jacken in allen Variationen. Aber vor allem solltest du zuerst überlegen, was du damit vorhast. Wenn du sagst, du bist gerne klettern oder auf Hochtouren, vielleicht auch im Klettersteig, dann bietet es sich an, eine Jacke mit erhöhten Taschen zu nehmen. Das wäre zum Beispiel, sieht man das an der Mammut Nordwand Pro, die hat hohe Taschen, das heißt der Hüftgurt passt drunter, man hat Zugang zu den Materialschlaufen und es ist nichts im Weg und man kommt trotzdem in seine Fächer in der Jacke rein. Das ist vor allen Dingen dann von Vorteil, wenn man zum Beispiel mal ein Taschentuch oder die kleine Kamera oder sowas braucht. Vor allen Dingen kannst du darauf achten, dass wenn du schon erhöhte Einstiege hast, dass die Taschen seitlich verlaufen. Taschen, die nach unten gehen, sind insofern ja wieder störend, denn wenn der Hüftgurt drüber geht, dann habe ich mir ja selber wieder den Platz weggenommen oder noch schlimmer, die Gegenstände in meiner Tasche drücken mir in den Bauch. Davon habe ich natürlich nichts. Ganz kurzer Punkt bezüglich der Robustheit. Manche Jacken, vor allen Dingen die teureren, bieten dir auch an, dass du verschiedene Verstärkungen an den Ellenbogen oder an der Schulter hast. Das bietet sich immer dann an, wenn du weißt, du bist damit viel in hartem Gelände unterwegs, du reibst dich hin und wieder am Fels oder du bist im Dickicht unterwegs. Da macht es schon Sinn. Denn wenn du auch einen schweren Rucksack zum Beispiel trägst, dann verhindert die Verstärkung an dieser Stelle, dass der Abrieb der Membran fortschreitet. Beziehungsweise es dauert insgesamt länger, bis die Jacke tatsächlich durchgescheuert ist. Selbst wenn du mit Helm unterwegs bist, gibt es Hersteller, die dich für jede Eventualität ausrüsten möchten. Da gibt es dann solche Kapuzen, die man in der Breite verstellen kann, also hier zusammenziehen kann und oben eine extra Kappe haben, um eben über den Helm drüber zu ragen. Blöd ist das nur, wenn man keinen Helm auf hat, dann kann es manchmal sein, dass die Kapuze einem ins Gesicht hängt, aber auch dafür gibt es dann Möglichkeiten, das in der Länge zu regulieren etc. Das ist von Jacke zu Jacke unterschiedlich. Aber wenn du glaubst, dass du mit dem Helm unterwegs sein wirst und irgendwann vielleicht auch die Jacke brauchst, dann würde ich definitiv drüber nachdenken, eine Jacke zu nehmen, die den Helm möglichst unterbringen kann. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann kann man damit rechnen, dass man nass wird. Willst du die Jacke dann auch mal mitnehmen in den Urlaub, zum Trekking nach Nepal oder einfach im Hochsommer tragen? Dann kann ich dir nur empfehlen, dass du auf Lüftungsschlitze achtest. Sie sind ausschließlich, beziehungsweise notgedrungen ausschließlich, immer unter den Armen. Da machen sie am meisten Sinn, denn da kann keine Feuchtigkeit eindringen und da schwitzt man auch am meisten. Wenn man diese Belüftungsschlitze aufmacht, dann hat man den Vorteil, dass die Atmungsaktivität der Jacke ein bisschen Unterstützung dabei bekommt, euren Körper zu entlüften. Auch beim Thema Reißverschlüsse gibt es natürlich einen Punkt, über den man sprechen kann. Nämlich der Schieber sollte groß genug sein, dass du ihn auch mit Handschuhen packen kannst. Denn am Gletscher bei Schlechtwetter, da willst du dir den Handschuh einfach nicht ausziehen. Und deswegen ist es schön, wenn man ein Taschentuch zum Beispiel braucht oder die kleine Kamera, dass man eben einen Reißverschluss leicht öffnen kann und ihn leicht wieder verschließen kann, ohne dass man da dann irgendwie mit zwei Händen oder Handschuh aus und so. Das ist einfach nicht praktikabel. Das macht einfach mehr Spaß, wenn der Reißverschluss und der Schieber robust und groß sind, dass man den richtig packen kann. Kaufst du dir heute mit 75 Kilo eine Jacke und wiegst aber in 3 Monaten nur noch 70, dann könnte es sein, dass sie nicht mehr ganz so sitzt wie am Anfang. Dafür gibt es natürlich Systeme, nämlich den Kordelzug, der an verschiedenen Stellen bei verschiedenen Jacken eingebaut sein kann. In der Regel gibt es bei jeder Jacke der normalpreisigen Klasse an der Hüfte die Möglichkeit zuzuziehen und an den Handgelenken. Ganz tolle Jacken haben auch die Möglichkeit, hier was zu verstellen oder hinten im Kapuzenbereich das Ganze enger zu ziehen. Damit verhinderst du einfach, dass die kalte Luft eindringen kann, falls die Jacke einfach nicht perfekt sitzt, beziehungsweise einfach etwas lockerer sitzt, was ja manchmal auch ganz angenehm sein kann. Eine Sache geht leider mit allen Hardshell-Jacken einher. Wenn die Kleidung drunter nicht stimmt, könnt ihr die gesamten Funktionen der Hardshell-Jacke vergessen. Warum? Naja, wenn ihr ein klassisches Baumwoll-T-Shirt beispielsweise unter eurer Jacke tragt und ihr schwitzt im Sommer bei 35 Grad zum Beispiel euch so richtig den Rücken durch, dann ist der Rücken nass und die Atmungsaktivität der Jacke würde zwar funktionieren, aber ihr merkt davon nicht viel, denn ihr euch friert trotzdem und ihr seid trotzdem nass. Denn die Jacke sorgt für Atmungsaktivität, aber sicher nicht für den Abtransport von Nässe. Das heißt, ihr solltet angenehme Funktionskleidung oder Merino-Kleidung drunter tragen, die dafür sorgt, dass die Feuchtigkeit immer wieder ein bisschen abgegeben wird und so abtransportiert werden kann. Zu guter Letzt geht es natürlich um die kleinste Violine der Welt, denn das Geld spielt natürlich auch eine Rolle, wenn es darum geht, was für eine Hardshell-Jacke ich mir jetzt kaufen möchte.
Der Preis hängt im Prinzip von zwei Faktoren ab. Erstens, wie viele Lagen besitzt meine Jacke? Ist es eine zweilagige, zweieinhalblagige oder dreilagige? Je mehr Lagen, desto teurer wird sie natürlich. Und der zweite Faktor ist die Features und Möglichkeiten, die die Jacke für euch bereithält. Und da kann ich dir insgesamt nur den Tipp geben, achte vor dem Kauf schon darauf, was du brauchst. Damit kannst du Geld sparen. Denn wenn du keine hohen Taschen brauchst, weil du zum Beispiel einfach nur ein Tracker bist, der gerne in einem flachen Wandern geht oder grundsätzlich nur Tagestouren unternimmt, dann machen die erhöhten Taschen keinen Sinn, sie kosten aber trotzdem Geld. Und auch die Möglichkeit, dass der Helm noch drunter passt, bringt dir überhaupt nichts, wenn du eigentlich nie Fels- oder Eiskontakt hast. Jedoch gilt darüber das Gegenteil genauso. Wenn du Hochtouren vorhast oder extrem bergsteigen möchtest, dann ist es natürlich eine gute Idee, zu all diesen Features zu greifen. Aber dann musst du eben auch mit den erhöhten Kosten rechnen. Für beide Möglichkeiten möchte ich dir jetzt noch jeweils eine Jacke vorstellen. Die Extrembergsteiger und Hochtouren und Expeditionisten, die werden natürlich mit einer billigen Jacke nicht auskommen können. Da gibt es von Mammut zum Beispiel die Nordwand Pro. Das ist ein klassischer Fall von absoluter High-End-Technologie. Alle Features, die ich dir heute vorgestellt habe, die findest du an dieser Jacke definitiv. Und sie ist somit das aktuell höchste vom höchsten, was man sich so zulegen kann. Es gibt qualitativ keine bessere Jacke zurzeit auf dem Markt und man muss ja aber ehrlicherweise auch sagen, für den Preis von um die 750 bis 800 Euro, je nach Händler, ist es halt auch eine sehr spezielle Anwendergruppe, die diese Jacke anspricht. Ein Beispiel für eine Jacke, die eher den Geschmack der meisten trifft, ist die Salewa Pütz 2 PTL mit 3-Lagen-Konstruktion. Warum? Denn sie trifft preislich ungefähr das Segment der meisten Bergsteiger und hat trotzdem jede Menge interessanter Features. Zum Beispiel hohe Taschen, die zwar auch weit nach unten gehen, aber wenn man einen Gurt trägt, sind die Einstiege trotzdem so weit oben, dass man immer noch was in die Tasche reinbekommt bzw. was rausbekommt. Außerdem hat sie auch Belüftungsschlitze und auch eine Möglichkeit, dass der Helm drunter passt. Trotzdem ist sie preislich ziemlich akzeptabel, zwischen 200 und 300 Euro, je nach spezifischem Modell muss man da zwar schon rechnen, aber Jacken kosten aktuell eben, wenn man auf hohe Qualität achten möchte, zwischen 200 und 800 Euro. Wie du siehst, ist das Jackenthema auch gar nicht so einfach, denn so viele Features, so viele Lagen, so viele Möglichkeiten zu kombinieren, da muss man sich erstmal zurechtfinden. Deswegen rate ich dir, schon vor dem Kauf festzulegen, was habe ich mit dieser Jacke vor und wo kann ich sie wirklich brauchen. Bin ich ein Hochtourengeher, dann sollte ich vielleicht auf viele praktische Features dafür achten. Bin ich ein Trackinggeher, dann muss ich mich eben darauf ausrichten. Aber mich würde auf jeden Fall mal interessieren, was für eine Regenjacke oder was für eine Hardshelljacke verwendest du eigentlich? Schreib mir das bitte unbedingt in die Kommentare, mich würde das sehr interessieren. Und wie viel Geld bist du eigentlich bereit für eine Jacke auszugeben? In der Infocard findest du eine Umfrage, das würde mich tatsächlich brennend interessieren, ob du mehr oder weniger als 500 Euro für eine Jacke ausgeben würdest und was es dir eigentlich wert ist. Jetzt weißt du eigentlich alles über Regenjacken und Hardshelljacken, was man so wissen muss und weißt jetzt auch genau, welche Hardshelljacke du das nächste Mal brauchst. Vor allen Dingen hast du jetzt alle Tools, um herauszufinden, was nötig ist und was nicht. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib ihm einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Inhalte mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Beitrag, die nächsten Tage, kannst du dich auf meinem Kanal umsehen und dort alle weiteren Videos ansehen. Hier lernst du viel zum Thema Bergsport. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag und Bergheil!